Hi there! Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Cold Fear. In der letzten Folge sollten wir den Schlafraum der Wissenschaftler finden. Und den haben wir jetzt gefunden. Ja, so einfach kann es sein. Und da machen wir jetzt auch gleich weiter. Ich möchte nur kurz erwähnen, dass ich jetzt meine externe Festplatte defragmentiert habe, die 1 TB, die ich verbraucht habe. Das Ganze hat jetzt ungefähr 20, 23 Stunden gedauert. Also je nachdem, wenn man jetzt, wenn das Teil nach einem, also ich habe es quasi 5 Stunden laufen lassen, dachte mir, okay, gönnen wir dem Teil mal eine Pause, hab den Vorgang abgebrochen und dann am nächsten Tag weitergemacht. Sollte das zählen? Also wenn er dann an der Stelle weitermacht, dann sind es 23 Stunden, ansonsten heute nur 10, 12. Ne, je nachdem, ich weiß nicht, ob er dann an der Stelle weitermacht, auf jeden Fall. Sollte jetzt noch irgendwas nach den ersten 10 Minuten asynchron werden, dann beschwert euch bitte bei www. Warum versaut ihr immer Ravens Schrägstrich Soras Videos. Punkt. Blub, hau mich blau. Nicht, dass sie mich hier noch kicken von wegen E-Mail-Adresse gesagt und so. Ey, die E-Mail-Adresse gibt's nicht, verdammte Scheiße. There's no E-Mail-Address like that that exists or something like that. Auf jeden Fall hat dann die ISO anscheinend irgendwelche Spacken. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal weitergucken und ich bin ganz. Ich habe Kamskis Laptop gefunden. Das. Gute Arbeit. Schließen Sie Ihr Headset nun an den USB-Port. Starten Sie die Datenübertragung. Das war zu einfach. Ich wollte doch noch was sagen. Ich bin total euphorisch heute und freue mich voll, verdammt. Ah, wo ist hier YouPorn? Sekunde, die Datei mit dem Gegenmittel kommt. Hab sie. Was jetzt? Mein Gott, es ist ein Trojaner. Lassen Sie die Scherze, Hansen. Hey, Sie haben gesagt, dass Sie nur diese Datei brauchen. Hören Sie gut zu, Hansen. Stellen Sie sofort diese Verbindung her. Ich will diese Datei. Wenn Sie den Rest wollen, kommen Sie und holen Sie ihn sich. Ich. Hey, gilt das Angebot, hier alles in die Luft zu jagen noch? Dumm! Ja, sicher! Gut, sag mir, was ich tun soll. Ich habe einige Sprengsätze gefunden, aber sie reichen nicht für beide Plattformen. Unter der Wasserlinie ist noch ein Raum, da sind weitere. Sicherheit? Natürlich. Ich rufe dich, wenn ich den Code habe und markiere die Punkte, an denen du die Sprengsätze anbringen solltest. Ich weiß alles über diese Insel, auch wie man sie zerstört. Der Hans nicht, ich zieh den Stecker. Ey, der hat schon echt geile Sprüche auf Lager. Okay, Bennett macht mir immer mehr und mehr Angst. Also, wenn da sich mal nicht noch so ein versteckter Feind entpuppt, dann what the fuck, Hallöchen. Schon wieder so ein. What the fuck, ist ein Opa-Zombie, ey! Zombie der dritten Generation! Wow, oder, warte mal, also dritte im Sinne von die drittälteste, weißt du, also nicht die älteste, nicht die älteste, sondern die älteste. Ja, guck mal, die kann sich sogar stylisch in Luft auflösen und hat sogar hier, so, ach, egal, vergiss es. Guck mal, schon wieder einer. What, was ist heute los? Bin ich jetzt im Zirkus oder was? Mann, stirb, verrecke, was auch immer. Oh ja, gib mir Eier. Maschinenpistole. Gut, dass ich diese Waffe rein zufällig ausgewählt habe. Da stand noch was. Da stand noch was von interagieren. Maschinenpistolenmagazin. Okay, wo immer das jetzt lag, ich habe keine Ahnung. Ein Brief von Kamsky an Anna. Meine liebste Anna, was ich dir in meinem letzten Brief versprochen habe, ist im Begriff Wirklichkeit zu werden. Die Stärke, die ich erlangt habe, übertrifft bereits alle meine Erwartungen. Aber ich habe das Gefühl, dass meine Metamorphose noch nicht beendet ist. Die Entwicklung meiner Arme schreitet fort. Bald wird jeder, der es wagt, mir zu nahe zu treten, meine Macht zu spüren bekommen. Anna, endlich habe ich gefunden, was ich suchte. Unsterblichkeit. Auch du kannst meinen Traum mitträumen. Alles ist für dich vorbereitet. Mein geliebtes Kind, ich fühle mich unbeschreiblich stark. Ich muss das Gegenmittel zerstören. Es darf keinen Weg. Okay, ist das rein zufällig dieses dämliche fette Monster, was sie da auf diesen Tisch gelegt hat und dann, wo sie dann geraped wurde, so gegangbangt? Ja, das ging mir doch gerade ein bisschen zu schnell, so von wegen Cutscene und so. Egal, wie gesagt, total euphorisch heute und. Alter, ich habe jetzt 2 Tage gewartet. Ich hätte 2 Tage lang aufnehmen können, weißt du? Ah, so ist es wieder, so ist es wieder. Was liegt denn hier? Ach, nur so ein Bein. Nur so ein eingegipstes Bein von irgendjemand. Hat irgendjemand vergessen? Aber hey, wenn er damit zurechtkommt, dann, keine Ahnung, dann kann er es an seine Vorfahren vererben. Ja, ihr wisst schon, verdammte Scheiße.
So, erstmal hier rein. Speichern. Na sicher doch. Was sagt denn das Datum eigentlich? 14.10. Es dürfte jetzt der 21. sein. Irgend so was in der Art, ne? Sie ist auf. Dann wisst ihr auch so minimal, in welchen Abständen ich hier spiele und wann ich spiele und wieso ich überhaupt spiele. Der Code ist 19012. Du musst durch den Aufzug des Hauptlabors. Sei vorsichtig. Du auch. Ich hoffe, du hast dir den jetzt gemerkt. Ich bin gerade so leicht... ja, was auch immer. Jetzt sind wir wieder hier. Ich muss das Waffenlager finden und mir das C4 holen. Dippidippidipp. Das Dumme ist, sie hat mir eben gerade gesagt, wo ich lang muss. Aber ich dachte mir, hey Monster, hey Weckerin. Weißt du, das ist, sind wieder so eine Situation, wo sich doch kein Schwein Gedanken drüber macht. Wo kein Schwein wirklich zuhört, oder? Seid doch mal ehrlich. So, ja, es ist mir jetzt scheißegal, ob ich hier ein bisschen Munitions... Dingsbumsis raushauen, weil Maschinenpistole benutze ich eh kaum. Das liegt nicht daran, weil sie scheiße ist, sondern einfach, weil es so ist. Ich habe so viele Waffen, mein Gott, ey. Ich kann doch nicht alle einsetzen. Ja, genau. Scheiß Qui-Gon Jinn. Du hattest auch nur einen kurzen Auftritt. Ja, guck mal, so bei mir wieder. Eier. What the fuck, Eier? Ich glaube, ich weiß, wo es hin muss. Na klar, das ist jetzt die Abteilung hier. Wo ging es nochmal hin? War das im oberen Bereich? Ja. Oh ja, ich stehe voll drauf. Na, eigentlich nicht, aber... Es interessiert doch keinen, auf was ich stehe. Ihr macht es ja trotzdem. Ja, gehen wir mal da rein. Klar, er hieß Tom Hansen. Ich bin die ganze Zeit der Meinung, sie labert Bullshit, dass das gar nicht Tom ist, aber ja klar, er hieß Tom Hansen. Und das fühlt sich gut an. Jetzt frage ich mich natürlich, ob wir in dem Raum hier schon waren. Also sicherlich, aber ob wir das Ganze auch gespeichert haben. Oh, jetzt fest er nicht mehr an die Eier, sondern an den Schuh, ans Bein. Er hat einen neuen Fetisch entdeckt. Mein Gott. Hoffen wir mal, dass er bald die Weiblichkeits-Likes, Dingsbumsis kriegt. Ah, guck mal, ja. Gut, hi Leute. Ich habe mich schon beim letzten Mal genug über euch lustig gemacht. Wie ich fehle. Hallöchen. Ja, es tut mir leid, dass der Schokoriegelautomat kaputt ist. Mein Gott, denkst du, mir geht's jetzt besser oder was? Seitdem muss ich auch nur noch Gemüseriegel fressen, weil dieser Scheißautomat kaputt ist. Weil dieser Scheißautomat? Bin ich jetzt schon wieder aus dem Ausland oder was? Was muss ich? Ja, hör auf rumzuhüpfen. Oh Gott, gib mir die AK, genau. Die AK ist nämlich. Ja klar, es ist eigentlich. Im Prinzip ist alles voll. Ja. Ja, ist okay. Du warst jetzt lang genug in der Kamera. Du musst dich jetzt nicht mehr benachteiligt fühlen, verdammte Axt. Seid froh, dass er überhaupt in die Kamera kommt. Was macht der? Wo ist der Kameramann eigentlich? Ist der Kameramann jetzt hier drin? Nein. Er steht immer hinter mir. Wie macht er das bloß? Oh mein Gott, das war Midi-Pack. Scheiße! Gut, dann gehen wir mal hier rein. Das sind jetzt die ganzen Räume, wo wir schon... Ja. Ich glaube, irgendwas passiert hier sogar noch. Ein Bericht über Kontamination. Ich hab dich gehört, Kette. Gleich fällst du runter. Es liegt hier. Schrotpatronen. Alles klar. Mich würde mal echt interessieren, ob es hier mehrere Enden gibt. Wenn ja, dann keine Ahnung. Entweder ich hänge das in ein Video dran, also das Ende, oder ja, je nachdem, ob es überhaupt andere gibt. Den Fehler mache ich nicht nochmal. War da noch eine andere Tür? Nein. Den Fehler mache ich garantiert nicht nochmal. Ich laufe jetzt hier rein. So. Dankeschön! Verdammt! Wie viel Zeit uns das gekostet hat, aber im Endeffekt war es ja gut. Und dann findet man heraus, dass man genau an derselben Stelle ist. Ach, ich hätte ja den Stromkasten. Ja, ist okay. Ist okay. 500 Mal getan, beim 500 ersten Mal wieder vergessen. Das ist jetzt assi. Es ist also, wenn man so will, ein Mini-Labyrinth. Oder irgend so ein Scheiß in der Art.
Dann muss ich jetzt... Wieso lädt sich deine Resistenzanzeige auf, während du sprintest? Habe ich jetzt einen neuen Glitch entdeckt, oder was? Wuhu! Glitchy, glitchy, glitch! Dann, wenn dem so ist, hier, dass wir nirgendwo weiterkommen, habe ich keine Ahnung. Vielleicht, hier rein... Nein. Boah, finden Sie den Raum mit... Ja, ich muss das Waffenlager finden und mir das C4 holen. Oh, nein, nicht raus. Nein, 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 nein. Bericht über... Spätestens im nächsten Video weiß ich dann Bescheid, weil ich mir das alte Video angucke, weißt du? Ich glaube, war es zur Hölle. Ach, genau, ja, ja, klar. Der chillt immer noch da. Der hat sich nicht vom Fleck bewegt, obwohl schon wieder 2 Tage her ist. Ah, ja. Tja, das ist jetzt... Wow, lag da hinten noch eine CD? I don't know. I don't know. Dann gehe ich jetzt hier nochmal rein. Oder war ich hier? Ne, ich probiere jetzt einfach nochmal alle Wege aus. Und dann gucken wir mal, ob wir noch was mit dem Fahrstuhl da hinten machen können, ne? So. Genau, jetzt bin ich hier. Da bin ich da hochgeht, bringt's nichts. Also, ich glaube, da war sogar irgendwas mit Fahrstuhl oder so. Da. Toll. Verschlossen. Verschlossen. Ist hier was? Nee. Das bringt das Teil nach unten. Verdammte Scheiße. Woher soll ich denn jetzt noch wissen, wo die abgeschlossenen Türen waren? Das ist auch schon wieder zu lange für her. Da geht's auf jeden Fall rein. Fuck, 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 fuck. Genau. Wer? Alter, ich hätte ja... Oh, ich hätte ja jetzt so geschrien. Vielleicht müssen wir da auch rein. Aber wieso sollte ein Waffenlager im Labor sein? Das macht ja nicht auch wirklich viel Sinn, oder? Ich weiß nicht. Macht das Sinn? Ich glaube nicht, oder? 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 Verschlossen. Hier ist auf jeden Fall verschlossen. Das heißt, hier können wir nichts machen. Gehen wir nochmal hoch. Gucken wir uns mal alle Türen an. Also, wir gehen natürlich auch rein. Ist jetzt nicht, dass wir da vor dieser Tür stehen bleiben und dann mal so von wegen... Oh, dies ist aber eine sehr schöne Klinke. Sie ist so attraktiv... jetzt habe ich den Witz versaut, indem ich mich versprochen habe. Verdammt. Sie ist ja so attraktiv und liegt so gut in der Hand. Kann ich mich noch erinnern, vor... Boah, keine Ahnung, vor 6... Hier waren wir schon drin. Vor 6, 7 Jahren, da wo es... Oder 8, wo es noch PS2-Zeiten waren und so. Wo ich dann einen neuen Controller gekriegt habe für PS2. Habe ich den so gekriegt, pack den so aus, taste so ein bisschen rum. Fragt meine Mutter so, na und... Wie sieht's aus? Ich so, ja, liegt gut in der Hand. Die Analog-Sticks sind auch sehr gut in den Daumen. Alter, erstmal das komplette Teil analysiert, ne? Gut, hier ist dann auch nichts, ne? Ja, aber ich hatte auch mal einen PS2-Controller. Ich glaube, das war der sogar. Der lag richtig gut in der Hand. Der hat auch diese scheiß Speed-Tasten. Jetzt laufe ich in die falsche Richtung. Aber, bei dem sind dann irgendwie die Analog-Sticks nach einer Weile klemmen geblieben oder irgend sowas war da, ja. Hi, nein, das sind nur Kajüten. Ich glaube, so nennt man diese Teile. Oh. Fuck. Tja. Dann würde ich mal sagen. Ist hier auch nichts weiter. Weil da kam ich ja dann her. Ausstumpfhausen, bitte sehr. Gut, dann gehen wir wieder ins Labor. Ja. Andererseits würde mir noch diese, dieses Riesenzimmer, diese Riesenhalle da einfallen, wo überall Kisten sind und so. Das ist ja Lager. Waffenkammer, das würde vielleicht ein bisschen passen.
Geht's hier rein? Nein. Ich mach mal kurz einen Synchronisationstest. 3, 2, 1. Peng! Gut. Schreibt nun runter, ob es synchron war. Nein, ich werde es ja eh dann merken. Ich schaue mir das ja alles im Nachhinein an. Das sollte ich auch jedem raten. Würde ich jedem raten. Sollte klingt immer so. Steht im Drehbuch, weißt du? Aber wenn es hierfür ein Drehbuch gäbe, boah, dann müsste ich erstmal, bevor ich eine Folge drehe, erstmal 3 Jahre lang den Text üben, bis ich den überhaupt drauf hab, ne? Oh, ja. Hi, das würde vielleicht dann auch erklären, wieso der Zombie hier noch nicht, das Monster hier noch nicht draußen ist. Ah, danke. Okay. Das ist unsere Tür. Das ist die Tür, die uns jetzt in die Freiheit bringt oder so ähnlich. Oder... Oh nein, das ist eine Maschine, das ist kein Monster. Ich dachte eben, aber das sieht so bossmäßig aus. Oh oh. Oh oh, und so viele Feuerlöscher. Da kommt doch gleich was. Ah! Die Spannung, sie lastet auf meinen Schultern. Nicht nur das. Oh Gott! So viele Fässer. Viele bunte Fässer. Moment. Das ist nicht bunt, das ist einfarbig. Also, einfarbig im Sinne von, dass sie alle dieselben Farben haben. Nicht, dass das nur eine Farbe ist in der Tonne. Versteht sich? In der Tonne weiß ich nie, welche... Automatisches Verteidigungssystem ist aktiv. Ja, ob die in der Tonne dieselben Farben haben, weiß ich nicht. Auf alle Fälle ist es wieder so... Oh Gott, guckt euch mal an, wie viele... Alter. Oh. Oh. Okay. In your fucking face. Das hat nichts gebracht. Gut. Dann frissen wir das hier. So. Ich würde gerne ein paar Headshots. Genau. Headshots. Heady, Headshot. Lasst euch doch mal alle von mir Headshot, Mann. Holy Crap. So, genau. Nachladen. Jetzt seid ihr dran. Gut, dass sie mir wenigstens so minimal Zeit lassen, weißt du, wenn jetzt der Fette noch gleich dazu gekommen wäre, dann das wäre schon ziemlich assi gewesen. Alter, wie viel Muni ich einfach mal für diese Missgeburt hier brauche, ne? Ja, wieso rollen die dann auch immer, Alter, das ist keine Schrot, das sind doch keine Schrotpatronen. Ja, flieg erstmal weg, jetzt häng dich auf. Mein Gott, ich rufe gleich Peter Pan hier an oder Bob den Wichser, das ist ja... Ich weiß zwar nicht, was die beiden jetzt mit dem Spiel zu tun haben, aber du bist so asozial. Du bist... Alter, ja. Ja, du bist asozial. Alter, das ist total asozial, muss ich an der Stelle mal sagen. Aber ich werde jetzt auf jegliche Konfrontation mit diesem Mistvieh hier verzichten. Und einfach mal hier probieren, den Raum zu untersuchen, ohne penetriert zu werden. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen risky. Wobei, warte mal. Das ist überhaupt nicht risky. Ist okay. Ich dachte, der Ahmed mir in die Schulter. So, aber ich werde sicherheitshalber, werde ich jetzt noch hier so ein Ding verschießen, damit er abgelenkt ist, damit ich mir hier noch so ein bisschen Zeit gönnen kann. Ich weiß schon, wofür die ganzen Fallen und Fässer hier sind und so, aber ob das reicht, das lassen wir jetzt so einfach mal im Raum stehen, weißt du? Weißt du, du einzelner Zuschauer da draußen, der sich jetzt nun an meinen Videos vergnügt, er hat keine Munition, okay. Die ist blockiert. Denk, Hansen, denk. Ja. Das ist jetzt so ein Test. Die wollen wissen, ob ich in den letzten Folgen was gelernt habe. Pass auf. Oh, was? Und jetzt? Und jetzt? Ah, hey, das ist ja geil. Hä? Immer noch nicht? What the fuck? Hier vielleicht? Oder hier? Ach klar, das ist dann... Jetzt sollte doch alles eigentlich weg sein, oder nicht?
Ach nee, oh, ich bin ja so dumm. Ich muss den ja besiegen. Ah klar, das Sicherheitssystem. Off. Fuck the system. Ganz im Ernst, dieser Satz hat nie besser gepasst als hier. Okay. Ja, dann so. Das bringt aber nicht wirklich was. Gut, machen wir es anders. Habe ich euch eigentlich schon mal... Oh, meine Stimme wieder. Habe ich euch eigentlich schon mal erzählt, wie sehr ich dieses Mystery hasse? Nein, das ist okay, dann bist das jetzt. Wo geht's denn eigentlich hier runter? Gar nirgendwo. Okay. Ja gut, man kann es mir auch noch einfacher machen. Ich wollte jetzt eigentlich einen Pfeil verschießen. Aber okay. Oh, jetzt will das aber wissen. Jetzt will das wissen, okay. Okay. Ich muss das richtig abteilen, verdammte Scheiße. Ach, Scheiße. Okay, das war ein Fail. Ich dachte, er setzt jetzt zum Stürmen auf. Bei dem weiß man ja nie so richtig, ne? Okay. Okay. Nein. Ich kann's einfach nicht. Seien wir doch mal ehrlich. Das wird wieder... Was ist denn, wenn ich jetzt hier rauf hau? Kommt das dann so seitlich rüber? Ich probiere es einfach mal. Das wird wahrscheinlich wieder alles darauf hinaus... Ja. Ja. Burn, Motherfucker. Burn. Und wenn es geht, dann... Oh, ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Na, komm. Ach, fuck. Scheiße, Sackkasse. Ja. Okay. Naja, habe ich wenigstens so minimal was von der Umgebung genutzt. War ist hier noch genutzt. Ist hier noch irgendwas? Das kann ich hier aktivieren. Und das sollte vielleicht auch ein bisschen besser funktionieren. Auf alle Fälle, Leute, würde ich sagen, das schauen wir dann beim nächsten Mal, ob ich den hier noch besiegen kann, ne? Ja. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Code 4. See ya!